Wir rücken etwas näher an die Aufnahme mit Wavelab Cast, erstellen uns dafür das Gerüst, die Audiomontage und speichern die auch so, dass wir die immer wieder verwenden können und die nicht jedes Mal aufs Neue erstellen müssen. Im letzten Video haben wir ja das Audio-Interface eingerichtet, Ein- und Ausgänge etc. definiert. Die Audiomontage einzurichten ist relativ ähnlich, wenn man so sagen kann. Ich bereite mir vor, was ich später brauchen werde. Und das machen wir jetzt direkt mal in Wavelab Cast natürlich. Starten die Software. Wir haben da ja die Auswahlmöglichkeit entweder der bisherigen Projekte. Hier siehst du meinen ganzen Testkram. Wir können Vorlagen auswählen, die mit installiert wurden, oder unter More unsere eigenen. Auch hier habe ich schon ein bisschen rumprobiert. Wir machen jetzt einfach mal ein leeres, drücken auf Create und können jetzt hier unter Audiomontage, also Datei, Audiomontage, du kannst über Datei neu wiederum auch zu diesem Dialog gelangen. Da gehe ich jetzt eben nicht auch auf die Vorlagen, sondern unter Benutzer definiert. Wähle meine Ziel-Sample-Rate aus. Da hängt es ein bisschen davon ab, was du für deinen Podcast brauchst oder haben willst. Ich wähle für meinen Fall mal die 48 kHz. Vielleicht gehen wir in einem späteren Video mal noch auf die ganzen Optionen ein. Kilohertz, Bit-Tiefe und so weiter. Ich wähle mal das, sag erzeugen und habe jetzt ein Projekt mit einer einzelnen Spur. Diese eine Spur reicht uns natürlich nicht, wir wollen ja mehrere. Der Muster-Podcast, den ich aufzeichnen will, zwei Mikrofone, Musik und vielleicht noch ein paar Audioeffekte dazu. Das heißt, wir brauchen vier Spuren. Wir brauchen zwei Monospuren für eben die Sprache und zwei Stereospuren für Musik und oder Effekte. Ich nehme jetzt hier per Rechtsklick Spur hinzufügen, Monospur, und das mache ich jetzt nochmal, hinzufügen, Stereospur, hinzufügen, Stereospur. Jetzt habe ich hier meine vier Spuren, kann per Mausrad auch scrollen, wähle die Spur an und sage schon mal, was will ich denn hier? Das erste soll zum Beispiel mein Mikro sein, das zweite wird der fiktive Michael. Die dritte ist meine Musik und die vierte FX für die Effekte. Im letzten Video haben wir ja die Audioverbindungen definiert und die kann ich jetzt hier relativ einfach anwählen. Was mir hier gerade auffällt, ich habe einen Fehler gemacht und nicht aufgepasst. Die erste Spur war Stereo, da hätte ich einfach vorne schon Mono auswählen wollen. Das ist aber gar kein Problem. Ich mache hier einen Rechtsklick, sage Spur entfernen. Wieder ein Rechtsklick, Spur hinzufügen, Mono. Nehme die jetzt und schieb sie mir nach. Na, würde ich gerne nach oben schieben. So, schieb die nach oben. Benenne die eben wieder richtig. Und jetzt habe ich, man sieht es am Symbol, eine Monospur. Drück auf den Record-Button, wo ich meinen Eingang auswählen kann. Das ist in meinem Fall jetzt eben der Eingang Uwe. Und jetzt, das hatten wir auch schon, fragt Wavelab Cast wieder danach, halt speicher doch erstmal. Und das machen wir jetzt im Ordner, den haben wir schon, Tutorial Podcast 01, jawohl, und ich speichere den jetzt unter Podcast 01, erster Versuch. Das gab es schon mal, den überschreibe ich jetzt einfach. Fertig. Wähle das Mikro für den Michael aus. Auch fertig. Für Musik und Effekte brauche ich keinen Eingang auszuwählen, denn die ziehen wir uns als Dateien einfach da rein. Jetzt sind wir theoretisch fertig zum Aufnehmen, wissen aber schon, das brauchen wir ja öfter. Also lass uns dafür mal eine Vorlage bauen. In dem Fall gehen wir ganz einfach über Datei neu. Der Weg ist ein bisschen komisch, weil man eben nicht speichert, sondern sagt neu, und unter Vorlagen kann ich jetzt sagen Vorlage hinzufügen. Und jetzt benenne ich die Tutorial Podcast Vorlage 01. Ein wichtiger Schritt noch, an den wir uns gleich gewöhnen, auch für
Dann spätere Aktion ist Ur-Plugins berücksichtigen und Audioformat anhängen, damit wir auch mitspeichern, in welchem Format wir hier arbeiten. Details zu den Audioformaten, wie gesagt, später. Und jetzt haben wir hier die Tutorial Podcast Vorlage 01. Das Schöne ist, wir schließen jetzt einfach mal die Software, wirklich beenden, ja. Und jetzt ist das Tolle, wenn wir WaveLab Cast frisch starten, für nämlich den nächsten Podcast, den wir aufnehmen wollen, gehen wir unter More zu Tutorial Podcast Vorlage Create und zack, wir haben unsere Spuren definiert. Die Eingänge sind fertig vorausgewählt. Ich muss eigentlich nur noch sagen, ich drücke auf Record, vergebe meinen Namen oder Ordner fürs Projekt, wo auch immer ich das hinspeichern will, und kann sofort loslegen. Und das ist natürlich für den späteren Workflow eine super coole Sache, denn man muss diese Einstellung nicht immer wieder und wieder machen, hat ein vorgefertigtes Set, auf das man zurückgreifen kann. Und selbstverständlich werden sich im Laufe der Zeit die Dinge in WaveLab Cast für dich ja auch ändern. Du nimmst Verbesserungen vor, es kommt vielleicht eine andere Spur dazu, vielleicht wechselt dein Podcast-Partner und so weiter. Und dann speicherst du einfach eine frische Vorlage, die du dann in Zukunft weiterverwenden kannst. Also das finde ich schon mal eine super schöne Nummer, dass man auf Basis dieser Vorlagen eben arbeiten kann und Workflow-technisch so ein bisschen flotter vorankommen. In der nächsten Folge nehmen wir dann tatsächlich endlich auch mal was auf. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das denn eigentlich mache, weil ich bin hier halt alleine. Ob ich mir vielleicht jemanden dazu hole oder ob ich einfach selber in zwei Mikros laber, werden wir sehen. Für diese Folge auf jeden Fall, wie immer, danke fürs Reinschalten, abonnieren, nicht vergessen, würde mich freuen, wenn mein kleines Kanälchen ein klein wenig wächst noch, und hoffentlich bis bald. Mach's gut.